Der Jürg Stucki hat 28 Jahre in der gleichen Firma gearbeitet und ist in dieser Zeit intern immer wieder aufgestiegen. Aber dann, im September 2016, ist ihm überraschend gekündigt worden. Und plötzlich ist er Mitte 50 und arbeitslos. Obwohl er sich im letzten Jahr über 100 Mal beworben hat, hat einfach keine Tür mehr aufgehen. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich mal 50 bin oder älter bin, finde ich sofort wieder einen Job, wo ich gut qualifiziert bin. Ich habe mich immer weitergebildet und ich habe in diesem Sinne auch Erfolg gehabt. Jetzt, als ich aber selber in dieser Situation bin, merke ich, es ist gar nicht so einfach. Auch nach 13 Monaten Arbeitslosigkeit behält Jürg Stucki einen strukturierten Alltag. Dazu gehört jeden Nachmittag einen Spaziergang mit seinem Hund. Dass ich mit dem Hund regelmäßig rausgehe, ganz sicher mal wegen dem Hund. Auf der anderen Seite merke ich halt auch, dass es mir gut tut. Dass ich einmal in der frischen Luft bin, in der Natur draussen. Wenn ich hier an der Aren unterwegs bin, habe ich immer meine Stöpsel normalerweise in den Ohren drin und höre entweder eine Predigt oder ich höre aus der Bibel. Und das tut mir gut. Im Alter von 25 Jahren hat Jürg Stucki als Personalberater in einer Stellenvermittlungsfirma angefangen. Dank mehreren Weiterbildungen übernimmt er immer anspruchsvollere Positionen und seine Verantwortung in der Firma wächst. Wenn ich mich zurückerinnere, 28 Jahre in der gleichen Firma, denke ich, das kann ja nicht sein, das ist ja eigentlich mehr als halbes Leben. Aber spannender war, es war immer wieder anders. Ich habe als Personalberater angefangen, Filialleiter, dann in die Schulung gewechselt. Von dem her kann ich sagen, dass ich seit 2000 habe ich alle Leute mal irgendwann mal bei mir im Kurs hatte. Durch das, dass ich 28 Jahre in der gleichen Firma war, habe ich auch relativ viel gewusst über Prozesse, über Abläufe, über Interns, wo man Sachen findet. Und die Leute haben mich auch immer fragen, wenn sie etwas wissen wollten. Und das habe ich geliebt. Es motiviert mich, meine Leute unterstützen und ihnen dann irgendwie das Rüstzeug geben, dass sie erfolgreich arbeiten können. Da Jürg stellenlos ist, hat er auch öfter mal Zeit, das Abendessen für die Familie zuzubereiten. Als 2012 die Inhaberin des Unternehmens verstirbt, verändert sich die Atmosphäre innerhalb der Firma zunehmend. CEOs und HR-Chefs kommen und gehen und die Umstrukturierung nimmt ihren Lauf. Ich kam ein neuer HR-Leiter und gefunden, die Schulung ist nicht gut, so wie sie läuft, obwohl sie super funktioniert hat. Und alles musste anders werden. Ich wurde zurückgestuft, dass ich die Leiter der Schulung abgeben musste, weil ich ein Bilenk war. Es hat nicht mehr Sinn gemacht, dass das jemand ist, der Bilenk ist. Ist aber auch jemand gekommen, der zwar Bilenk war, der Verkaufsleiter war und auch gute Ausbildung hatte, aber nicht aus unserer Branche. Es folgen weitere Wechsel in der Chefetage und neue Strategien werden ausprobiert. Auch Jürg wird eine neue Stelle angeboten. Doch als er zum Treffen geht, um die Neuerung zu besprechen, eröffnen sie ihm: Das tut uns leid, aus dem wird nichts. Wir haben dir hier jetzt entweder eine Änderungskündigung, die du akzeptieren kannst, oder du musst gehen. Die Änderungskündigung hat in dem Sinne so ausgesehen, dass ich zurückgestuft wurde, dass ich wieder eine Filiale übernehmen durfte. Ich hatte massiv weniger Lohn, dass ich all das, was ich gerne gemacht hätte, also Coaching, Unterstützung und Schulung, hätte ich gar nicht mehr machen dürfen. Und es wären auch Filialen, die wären im Moment noch besetzt gewesen. Also habe ich gedacht, nein, ich will nicht, wenn sie den Filialleiter können, nicht wegen mir. Da er sich dagegen entscheidet, die Filiale zu übernehmen, wird Jürg im September 2016 entlassen. Ich bin dann mit einer Wut heim. Ja, also ich war wütend gewesen. Nicht nur enttäuscht, sondern einfach wütend. Nicht unbedingt über die Firma, sondern wütend einfach über mich, dass ich irgendwie so blauäugig war, dass ich gefunden habe, es kommt gut. Und das hat mich mal ein bisschen aufgeregt. Es hat mich ziemlich aufgeregt, ja. Doch es kommt noch schlimmer. Kurz nach der Kündigung bei einem regulären Arztbesuch wird bei Jürg Stucki eine Biopsie veranlasst. Der Arzt stellt die Diagnose Prostatakrebs. Das war ein Schlag und ein Schock, ja, weil ich meine Mami schon verloren mit Krebs. Sie hatte Lungenkrebs. Und das ist schon ein Moment, wo man sich Fragen stellt. Aber man muss einfach aufpassen, dass man sich hier nicht einfach lockieren lässt, sondern einfach zusammen im Gebet mit dem Jürg, dass man das einfach vor Gott haben bringen und Kraft schöpfen. Die Diagnose Krebs war zuerst schon mal ein Schock. Ich war nicht in Starre, aber jetzt auch das noch. Merci vielmals. Es hat jetzt nicht auch noch gebraucht, nachdem wir schon den Job verloren haben. Aber Existenzängste hatte ich so eigentlich nie gehabt. Weil ich gewusst habe, ich habe einen grossartigen Gott. Er wird für mich schauen. Und wenn er nicht für mich schaut, schaut er ganz sicher für die Familie. Also darum haben wir dort eigentlich gar nie Sorgen gemacht.
Heute besucht Jürg Stucki seinen 81-jährigen Vater in der Hirslanden-Klinik in Aarau. Das Positive an der Stellenlosigkeit ist, du hast einfach halt mehr Zeit durch den Tag. Und ich konnte die Gelegenheit nutzen, ihn wirklich fast alle Tage zu besuchen. Das war für mich eine Zeit, wo uns mehr verbunden hat. Also ich habe jetzt selten so eine innige Verbundenheit gespürt mit meinem Vater wie jetzt in den letzten paar Tagen. Das war total schön. Jürgs Krebsdiagnose fällt damals in seine Kündigungsfrist. Aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums muss er bald operiert werden. Ich hatte nie Angst, weil ich einen guten Urolog habe. Krebs ist oftmals gerade so quasi, das ist jetzt ein Todesurteil. Aber der Herr Gantini hat mir das auch gut erklären können. Man kann gut behandeln, vor allem wenn man es rechtzeitig rausnimmt. Und dann dachte ich, das kommt gut. Die Operation verläuft problemlos und es ist keine Chemotherapie nötig. Trotzdem hat diese Zeit einen bitteren Nachgeschmack. Denn von der Personalabteilung der Firma erhält Jürg offiziell keine Unterstützung. Ich bin ziemlich allein gelassen worden. Also es hat sich bei mir niemand gemeldet, Jürg, wie geht es bei dir jetzt weiter? Was machst du nachher? Dann können wir dich auf irgendeine Art unterstützen. Da ist nichts gekommen. Ich habe nicht Hilfe erwartet. Nur einfach schon irgendeine Anteilnahme. So, wie geht es dir in dieser Situation? Das hat ja schon gelangt. Aber wenn dann irgendwie das gar nicht kommt, das hat mich getroffen. Ich rede jetzt eben nicht von den Kollegen. Dort habe ich Anteilnahme erfahren. Also, tschüss. Vom HR hätte ich mehr erwartet, gerade in einer Firma ist, wo man sich HR nennt. Und früher haben wir das Slogan gehabt, Hochleistung und Menschlichkeit. Menschlichkeit ist irgendwann auf der Strecke geblieben. Und dann ist Jürg Stucki stellenlos, auf die Straße gesetzt. Selbstmitleid und Opfer sein, das kann ich gar nicht zulassen, wo ich gedacht habe, nein, das bin ich nicht. Weil die Vergangenheit ist jetzt geschehen, die kann ich nicht korrigieren. Ja. Ich kann daraus lernen und ich kann in der Gegenwart oder für die Zukunft kann ich dann etwas anderes gestalten. Und jetzt muss ich voranschauen. Seit Beginn der Arbeitslosigkeit geht Jürg jeden Morgen ins Personalberatungsbüro Adalta, um dort zu arbeiten. Einerseits erledigt Jürg da seine Stellenbewerbungen und andererseits unterstützt er den Geschäftsführer mit seiner Erfahrung in Coaching und Stellenvermittlung. Das, was ich hier gemacht habe, das war unentgeltlich. Aber ich hatte so eine Tagesstruktur, wo ich auf den Morgen gekommen bin, morgen zum Haus raus, ich bin hierher gekommen und eben im Prinzip wie ich normal wäre, arbeiten. Ich weiss nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich zu daheim gewesen wäre. Weil wenn du plötzlich nur daheim bist, fängt der Deckel plötzlich schon an zu drücken. Die Auflage vom RAF ist, dass Jürg sich monatlich mindestens 6-mal bewirbt. In der Regel verschickt er aber zwischen 8 bis 12 Bewerbungen pro Monat. Konkrete Stellenbewerbungen habe ich etwa an die 120 gemacht. Das sind konkret auf Stellenbewerbungen auf Stelleninserat. Und dann habe ich sicher etwa noch 30 bis 50 Blindbewerbungen gemacht. Trotzdem wurde Jürg bisher erst 2-mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das Arbeitsamt zahlt nur noch bis August. Die Option, dass ich gar nicht würde finden, der Gedanke, habe ich sicher auch schon gehabt, aber irgendwie nicht, dass ich ihn verdrängen will, sondern eben, ich richte mich auf das aus, dass ich etwas finde. Ich weiss, das Gleis führt weiter. Irgendwann kommt vielleicht irgendeine Weiche. Wir glauben einfach daran, dass es möglich ist. Die Ungewissheit ist in dem Sinne Schwierigkeit im Ganzen. Und wenn ich anfange nachzudenken, wie wird die Zukunft sein oder was wird werden, manchmal kommst du in Zweifel hinein. Aber wenn ich merke, dass du anfängst zu verzweifeln, dann muss ich sagen, nein, Jürg, besinn dir das zurück, was Gott dir verheißen hat. Besinn dir das zurück, dass er einen guten Plan hat für dich. Und das hilft mir immer wieder raus. Zwei Wochen nach unseren Aufnahmen hat Jürg Stucki eine neue Stelle gefunden. Wir freuen uns mit ihm und gratulieren herzlich.